So, hi ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner Gefriertruhe. Es gibt einen neuen Vlog. Nee. Ja, Spaß muss man auch mal machen, das Leben ist viel zu ernst. Und zwar sage ich mal herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von mir. Ich war gestern ein bisschen einkaufen für den Rest von der Woche und ich habe mir gedacht, das ist ein bisschen... Doch eigentlich könnte ich einen Food Haul machen. Ja, genau, ich zeige euch auch was. Ich merke gerade, ich muss mir die Gefriertruhe abtauen. Und zwar habe ich einmal die Gemüsemischung, Erbsen und Karotten geholt, dann einmal Rosenkohl und einmal Gemüsemischung Asia. Das sind die vom Lidl, sind die kleinen, die benutze ich immer, das ist mal eine Portion. Dann habe ich zweimal Schinkengulasch geholt. Ja, ich kaufe Billigfleisch vom Discounter und ja, ich habe damit keine Probleme und ja, ich bin Vegetarier, aber das ist ja nicht für mich das Fleisch. Und es gibt nun mal auch Leute, die können sich nicht jeden Tag das Filetsteak vom Argusrind aus dem Arsch schneiden. Also von daher, denke ich, muss man auch nicht Leute verurteilen, die Billigfleisch kaufen. Weil, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, das Fleisch, das ihr vom Metzger kauft an der frischen Theke, meint er, das ist aus guter Züchtung, schön von den Wiesen in den Alpen. Macht euch mal Gedanken. Dann habe ich zweimal Kräuterpaket geholt und zweimal Knoblauchpaket, die sind aber da unten, genau. Dann habe ich... für mich zweimal diese Gemüsetaler geholt, die müsst ihr mal echt probieren. Das sind wie Reibekuchen, nur Gemüse. Die sind echt lecker. Dann zweimal Gummi. Dann für meinen Sohn, das hat er noch gar nicht entdeckt. Spaghetti-Eis. Dann für meinen Mann diese Waffelhörnchen. Ihr seht, die sind auch schon gut gebraucht. Ja, diese Gefriertruhe. Dann einmal Waffelhörnchen mit Buttermilch. Dann zweimal Putenmini-Steaks. Ich zeige euch, warum ich die geholt habe. Zweimal Minutensteaks und Wein. Dann für mich diese Brie-Spitzen. Butter, den gefriere ich auch immer rein. So. Dann einmal Pizza America, Pepperoni Salami. Immer wenn mein Mann mal Spätschicht hat, muss sowas im Haus sein. Und dann wollte mein Sohn die hier mal probieren. Pizza Bianca Prosciutto Patata. Das soll irgendwie Pizza mit Chips sein. Ja, fragt mich nicht. Und dann habe ich noch die hier mitgenommen, die wollte ich mal ausprobieren. Mini-Hörnchen, Party-Mix, Waldmeister und Marshmallow. Scheint es zu schmecken. So, dann habe ich noch Getränke geholt. Dann kommen wir hier zu den Trockensachen und dann zu den Sachen im Kühlschrank. Und zwar habe ich mir zweimal Kartoffeln mit, a 2 Kilo. Und zwar will ich Ofenkartoffeln machen, gefüllt. Und auch für normale Kartoffeln. Dann zweimal Champignons. Das kann ich euch auch zeigen, für was. Und zwar will ich einmal wieder das Räuberfleisch machen und einmal die mediterrane Hähnchenfond. Genau. Das ist das. Dann will ich einmal eine Jägersoße selber machen, will Gulasch machen, das muss 2,5 Stunden kochen. Und dann will ich noch Ofenkartoffeln machen, das andere sage ich euch gleich. Dann habe ich einmal Hackbällchen Toskana mit und einmal Wikingertopf mit Hackbällchen. Das müsst ihr mal probieren, die Kids sind da echt verrückt danach. Aber ich habe die Woche gar nicht vor, Hackbällchen zu machen, warum ich das überhaupt beginne. Dann einmal Ketchup, dann einmal fix oder zweimal fix für meinen Gulasch, zweimal fix für Lasagne, genau, das will ich auch nochmal, wird sie meine Tochter gewinnen. Dann habe ich zweimal die Fusilli mit, zweimal die Penne-Nudeln, einmal für meinen Mann diese Bacon, dann Paprika-Mix und einmal normale Chips.
dann zweimal gehackte Tomaten und zweimal die Knutschis. Die brauche ich für Knutschis in Käsesahnesoße. Ich wollte erst als Kartoffeln die Knutschis selber machen. Da ich aber am Wochenende wegfahre, wie ich euch ja gesagt habe, habe ich, glaube ich, nicht so die Zeit dafür. Und deswegen mache ich die so. Es geht dann schneller. Ja, und da meine Tochter am Wochenende Besuch bekommen von ihrer Freundin, die schläft da, habe ich ihr was mitgenommen, und zwar einmal Haribo Feenland und zwar einmal diese Trolidino Rex, die sind extra sauer, und einmal neu Saftsäcke, genau, und ich denke, das sind die Weiber ausgestattet. So, ich räume das jetzt weg und dann zeige ich euch noch das, was ich für einen Moment. Ich habe noch was geholt. Genau, und zwar einmal frische Champignons für heute Abend. Dann die Paprika, die brauche ich nicht für gefüllte Paprika, sondern fürs Räuberfleisch und so weiter. Und dann habe ich noch frisch neues Öl mit. Und Tomaten, die brauche ich auch für das Ganze. Genau, so, aber jetzt ab zum Kühlschrank. Na, das seid ihr ja schon wieder. Genau. Und zwar zeige ich euch mal jetzt noch das hier schnell. So, jetzt kommen wir zu den Kühlschranksachen. Und zwar habe ich im Lidl diese Milchcreme und Honig mit. Das sind so die Milchsnacks. Sollen schmecken wie Milchschnitte, sind aber nicht ganz so süß, Gott sei Dank. Und zweimal auch diese Milchcreme und Schokolade, wo aussehen wie Pinguin. Dann habe ich an der Frischetheke beim Edeka Aufschnitt mit, einmal 300 Gramm Aufschnitt, dann Fleisch, Käse, Paprika, Fleisch, Salat und einmal als Leberwurst. Ihr seht, ich kaufe auch beim Metzger. Ja, dann einmal Käsesalat für mich. Genau. Und einmal Hirtensalat für mich mit was ist da drin? Sorry, ich muss das oben zuheben, weil da ist die Adresse drauf. Hirtenkäse mit, wie nennt man das, Feta und Gurken und Tomaten und Oliven und so weiter. Lecker. Dann habe ich mir viermal Creme Fraiche mit, zweimal mit Kräuter, zweimal Natur. Einmal Leberkäse, den will ich meinem Mann machen, mit Ei oben drauf und Zwiebeln. Dann habe ich zweimal Bacon, dreimal den Käseaufschnitt, das sind immer verschiedene Scheiben drin. Dann für meinen Mann Saumagen, Mortadella, zweimal die Salami, da hole ich immer unterschiedliche, das ist eigentlich egal. Einmal nochmal Fleischkäse fein. Und zweimal diese Allgäuer-Käse-Selektion hier. Da sind auch verschiedene Sorten drin. Genau, die habe ich geholt. Und dann war der Philadelphia im Angebot für 88 Cent, glaube ich, im Lidl. Philadelphia Mousse mit Kräuter der Provence, mit Basilikum und irgendwas wollte ich nicht. Und dann habe ich mir noch den klassisch mitgenommen. Genau. Ja, ihr Lieben. Dann habe ich noch frische Brötchen geholt. Ein Dinkel-Honig-Brot. Und mir noch zwei Kraftkörnerbrot-Brötchen. Ja. Und Äpfel, Birnen und Nektarinen habe ich mit. Genau. Und das war mein kleiner, aber feiner Food-Haul für den Rest der Woche. So. Das wird natürlich nicht alles diese Woche leer, da werden wir nächste Woche auch noch davon haben. Aber ja, zumindest wisst ihr jetzt mal, was ich vorhabe zu kochen. Und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns im nächsten Video oder Food Haul. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.